So, wunderschönen guten Abend, meine Lieben hier beim Daytrading Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut drauf. Ihr seid genauso gespannt auf die Fed-Zinsentscheidungen wie ich. Ja, man merkt schon, die Marktteilnehmer werden langsam unruhiger. Ist auch verständlich. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in die systemische Kryptoanalyse. Aber ihr wisst, ich würde mich über ein kostenloses Abo und ein Like wahnsinnig freuen. Ein Kommentar, auch wenn es ein Hate-Kommentar ist, ist egal. Könnt alles raushauen, ich bin da nicht so sensibel. Also legen wir gleich los. Ich zeige euch heute meine drei Szenarien, was ich vom heutigen Abend erwarte, von der Fed-Zinsentscheidung. Ja, dann machen wir auch nicht lange drum rum. Fangen wir an mit Szenario 1. Szenario 1 ist, es bleibt bei den angepeilten 0,25% Zinserhöhung. Wenn das passiert, gehe ich davon aus, dass der Markt sich hier leicht volatil verhalten wird, eventuell hier nochmal drüber geht über die 23.343, 23.330, 340, sowas in den Dreh rum. Und hier dann sich die Liquidität abholt, hier in diesem Bereich, in dieser roten Box. Ich habe euch ja gestern schon gesagt, diese rote Box muss durchbrochen werden, damit wir einen bullischen Fahrplan bis hoch zu den 25.000 US-Dollar planen können oder uns erhoffen können oder erwarten können, sagen wir es mal so. Erhoffen dürfen wir uns nicht an den Märkten. Ja, also das ist in meinen Augen wahrscheinlich, wenn wir die 25 Basispunkte bekommen, dass der Markt sich eventuell hier nochmal hochbewegt, Liquidität hier abgreift. In dem Bereich von 23.480 US-Dollar bis 23.230 US-Dollar. Und dann, dass wir uns dann nach und nach in die Korrektur bewegen, die ich ja schon seit Wochen anpeile. Hier bei 24.000 US-Dollar, die haben wir ja schon ganz knapp nicht erreicht, wegen ein paar Dollar, aber ja. Ja, und dann leiten wir die Korrektur ein, bis hin zu mittelfristig. Stand jetzt 19.700 US-Dollar bis runter zu 18.300 US-Dollar. Das wird dann aber ein, zwei Wochen eventuell gehen oder je nachdem, was heute Abend rauskommt. Also das wäre jetzt mein Szenario 1. Was ich mache, sage ich euch nachher auch natürlich. Szenario 2 ist, wir kriegen 0,5% Zinserhöhung, wovon ich Stand jetzt nicht ausgehe, aber die Arbeitsmarktdaten und sowas aus Amerika ist immer noch sehr stark. Ja, also wenn wir die 0,5% kriegen, dann erwarte ich das hier. Ganz knallhart. Eins, zwei Tage, vielleicht übers Wochenende dann, dass wir hier diese Zielregion anlaufen werden. Das würde natürlich den ganzen Markt erschüttern. Ich glaube nicht, dass der Herr Paul da so etwas veranstalten wird. Aber es kann sein, deswegen ich bereite euch auf alle drei Szenarien vor, die ich im Auge halte. So, sollten wir jetzt 0,5 oder 0,0, also gar keine Zinserhöhung sehen, dann halte ich die 25.000 hier oben für sehr wahrscheinlich. Wie ihr seht, wir befinden uns immer noch genau zwischen diesen zwei Zonen. Der bearische Wendebereich, der bullische Wendebereich, wo wir uns immer noch aufhalten. Also sollte wirklich tatsächlich 0 Prozent Zinserhöhung kommen, dann erwarte ich hier einen großen Pump wirklich bis auf die 25.000 US-Dollar. Das wäre dann nicht übertrieben. Das wären von jetzt an knapp 9%. Das macht Bitcoin öfters, wenn es Fed-Zinsentscheidungen gibt. Also diese drei Szenarien erwarte ich. Was mache ich? Ich bin an einem Short drin. Ich habe meine Long-Position geclosed im leichten Profit. Ich werde meine Short hier bei 23.480 US-Dollar werde ich vergrößern und das Doppelte, was ich jetzt drin habe. Und hier bei genau 24.000 US-Dollar werde ich meine Short nochmal verdoppeln für mit der doppelten Margin, die ich hier oben reinhauen werde. Also werde ich
kurz gesagt, das Vierfache nachher im Short drin habe, als ich jetzt schon, eh schon drin habe. Warum ich das mache, ich gehe nach wie vor von einer Korrektur aus. Sollte der Markt jetzt wirklich hier überreagieren, ja, überpositiv die FED-Zinsentscheidungen aufnehmen und wir gehen doch hier hoch, also ja, dann hätte ich meinen Einstiegspreis ungefähr hier bei 23.750. Ja, ich habe einen kleinen Hebel drin, muss ich dazu sagen. Also ich benutze hier bei dieser FED-Entscheidung einen Fünferhebel. Ich selber setze keinen Stop-Loss. Ich weiß, darf man nicht, aber ja, ich mache es halt so. Ich habe bei FED-Zinsentscheidungen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man einen Stop-Loss gesetzt hat. Ja, aber das ist natürlich keine Anlageempfehlung, keine Finanzberatung. Das ist das, was ich mache. Also ich werde auf jeden Fall spätestens hier bei 26.800 spätestens, also wirklich bei aller spätestens rechne ich damit einer großen Korrektur. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir die hier erreichen werden. Sprich, ich werde hier meine Position, meine Short-Position vergrößern und bei den 25.200 US-Dollar auch nochmal vergrößern. Aber dann mit der gleichen Menge, wo ich hier drin habe. Ja, und dann gucken wir, ob das aufgeht, ob das sich ausgeht. Aber ich rechne ja schon seit über einer Woche mit der Korrektur hier. Weit über eine Woche. Ja, das wäre mein Fahrplan für Bitcoin. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, dann lasst die Finger davon. Was ich auch einen Tipp gebe für Anfänger oder für Fortgeschrittene, ihr könnt euch auch ruhig hier, zum Beispiel so würde ich das machen, wenn ich jetzt total unsicher wäre, was ich hier mache, dann kann man sich ja auch in diesem Bereich hier von den 24.000 bis 26.800 US-Dollar mit Position, Short-Position positionieren. Aber dann halt ohne Hebel zum Beispiel. Ihr könnt nicht liquidiert werden. Und falls der oder sollte der Markt, wie erwartet von mir, hier spätestens hier in diesem Bereich nach unten gehen, korrigieren, dann seid ihr auf jeden Fall drin und könnt den Hebel später immer noch vergrößern. Und aber so habt ihr nicht das Risiko, dass ihr liquidiert werdet. Also so kann man es zum Beispiel auch machen. Ich habe einen Fünferhebel. Also ich gehe nicht davon aus, dass der Markt jetzt 20% nach oben pumpt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Selbst wenn wir gar keine Zinserhöhung sehen, der Markt wird hier spätestens korrigieren, in meinen Augen. Das war's für Bitcoin. Ethereum ist eigentlich gleicher Fahrplan. Bei Ethereum bin ich auch immer noch in meiner Short drin. Hier auch hat der Markt auch hier gestern Abend und gestern Nacht hat er hier zwei, dreimal probiert, diese rote Box zu brechen, aber er ist nur reingegangen, hat dann wieder nach unten reagiert. Das heißt, Liquidität abgefischt von dieser roten Box. Und auch hier bei Ethereum das gleiche Spiel wie bei Bitcoin ungefähr. Sollten wir, wie erwartet, 0,25 bekommen. Kann es sein, dass wir nur in diese rote Box hochgehen, Liquidität abgreifen und dann die Korrektur einleiten. Nach wie vor ist das Ziellevel von der orangenen Sequenz hier, wo noch nicht bestätigt ist, aber Ziellevel sind bei 1.395 bis 1.332 US-Dollar runter. Das erwarte ich dann, dass wir uns dann langsam in die Korrektur bewegen. Hier bei Ethereum. Sollten wir 0% bekommen, dann erwarte ich, dass wir dieses grüne Szenario hier, diese grüne Box hier ausspielen und dann, dass der Markt hier oben hochpumpt auf die 1.800 bis 1.875 US-Dollar und danach hier die Reaktion kommt. Aber wie ihr seht, wir haben hier oben auch noch das 200er Extensionslevel von der bullischen Sequenz hier, die weiße ist auch noch offen, die könnten wir noch abgreifen. Also die 1.700 US-Dollar ist ja das, was ich auch schon vor über einer Woche gesagt habe, ist für mich das letzte Level, wo Ethereum zur Korrektur umleiten wird. Ich bleibe nach wie vor dabei. Sollten wir 0,5% Erhöhung kriegen, dann erwarte ich dann einen drastischen Abverkauf. Und zwar dann in die Zielregion von 1.378 US-Dollar bis runter zu 1.275 US-Dollar. Dieses Level haben wir ja schon seit hier hinten, haben wir ja schon klar gemacht. Ist über eine Woche her. 1,5 Wochen jetzt ist es her, dass wir dieses Level auserkoren haben als Korrekturziellevel. Solltet ihr mal korrigieren, wovon ich ausgehe.
Ja, also das sind meine Fahrpläne, Bitcoin und Ethereum. Ja, ich bin gespannt heute. Heute Abend geht es ins Zoom-Call live mit der privaten Gruppe. Werden wir die Fed-Zinsentscheidung und vor allem die Rede von Herrn Paul mitverfolgen. Freue mich schon drauf und ja, ich würde sagen, das war's dann. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund, passt auf eure Trades auf, geht keine hohen Hebel ein. Nicht heute. Wenn ihr tradet, macht es mit einem kleinen Hebel oder gar keinen Hebel. Ja, mein Tipp an euch und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns dann morgen zum Update. Euer Joe von Daytrading Germany. Macht es gut. Ciao, ciao, Leute.